Moin moin und hallo, mein Name ist Hoover und ich begrüße euch recht herzlich zum achten Teil von 19 Rus Siberia, einem Mudrunner Let's Play. So, weiter geht's. Wir hatten die ersten drei Punkte auf unseren, wie heißt er denn? Ein Guts 500 oder Mats Guts. Der Mats 515b. Der ist ausgestattet mit 3 Punkten Holz bislang. Ich starte mal den Motor. Und wir sind auf dem Weg zur zweiten Stammausgabe, zum zweiten Ressourcensammelpunkt, der allerdings von hier aus gesehen noch am Arsch der Welt ist, nämlich hier oben. Und das bedeutet, wir können auf keinen Fall durch die ganzen Blockstellen fahren. Und ehrlich gesagt habe ich hier auch nicht so das Gefühl, dass es hier irgendwelche Abzweigungen und, also Abzweigungen schon, dass es hier irgendwelche Wege gibt abseits der normalen Wege. Und wenn ja, dann sollte ich die nicht mit den Fahrzeugen befahren, die kein Allrad haben. Also, der Plan ist, jetzt einfach hier unten im Süden lang zu fahren, hier um die Kurve rum und dann hier über den Fluss rüber zu setzen. Das heißt, wir fahren jetzt eigentlich die ganze Zeit erstmal Richtung Osten. So. Und los geht die Reise. So, komme ich in den 1 Plus? Jawohl. So, fahren wir erstmal wieder an unserem K700 vorbei. Dann kam hier dieser relativ kurvige Teil. Gucken, solange ich kann im 1 Plus bleiben hier. Ab und zu mal Differential rein, damit ich ein bisschen mehr Schwung mitkriege. Ups, wo hat er sich den Schaden jetzt hergeholt? Ja, er bleibt immer noch im 1 Plus, sehr schön. So, na, das läuft ja wie am Schnürchen hier. Ja, also die Map, je länger ich auf ihr spiele, gefällt mir eigentlich immer besser. Es gibt doch teils recht beschwerliche Strecken und dann hier oben, wo der Schnee liegt, kommt man dann wieder ganz gut voran. Und, ja. Finde die schön, die Map. So. Jetzt kommen wir wieder in etwas schlammigere Gefilde. Oh. Fast den Baum mitgenommen. Hier müssen wir aller Voraussicht nach uns rechts halten, jawohl. So, also bis jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mit dem hier erstaunlich gut durchkomme. Und dass der auch trotz dieses nur Hinterradantriebs ziemlich kräftig ist, der Bursche. So, und jetzt müssten wir, glaube ich, hier lang. Geh noch mal in den 1 Plus.
Ja, also hier machen wir gerade richtig Meter, ohne große Probleme. So, und es klappt auch hier immer sehr schön im 1 plus zu bleiben. Jetzt haue ich nochmal das Differential kurz dazu, damit wir hier besser den Berg hochkommen. Also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass der jetzt einfach durch das mehr Gewicht auf die Hinterachse viel besser die Berge auch hochkommt. Also das war ein guter Hinweis von Dreckige Hund. Das werde ich auf jeden Fall beherzigen, die nächsten Spiele. So, jetzt muss ich aber doch noch mal ganz kurz gucken. Wir müssen hier an dem Ufer entlang. Hier hinten zu den beiden Fahrzeugen. Den brauchen wir keinen Besuch abstatten. Wir können noch mal gucken. Wir haben noch 52 von 150 Litern im Tank. Also auch alles noch im grünen Bereich. Schließlich haben wir auch noch 175 Liter dabei im Reservetank. So, auch hier im Wasser hat er keine größeren Probleme. So, und da hinten geht's weiter. So, ich gehe noch mal in den 1 Plus. Yep, geht. Ja, der ist also wirklich, wirklich gut lässt er sich fahren. Bin mal gespannt, wie das gleich aussieht, wenn wir dann noch zusätzliches Gewicht drauf haben. Hinten auf dem Anhänger. Aber so fährt der sich wirklich richtig gut. Er ist nicht schnell, aber ganz zuverlässig. Braucht kaum die Winde. Beziehungsweise seit ich das Holz aufgeladen habe, habe ich, glaube ich, noch nicht einmal die Winde benutzt. Und wir kommen hier richtig gut voran. So, hier vorne muss ich, glaube ich, gleich über den Fluss setzen. Ist das hier schon? Guck mal hier rüber. Ja, da hinten müssen wir, glaube ich, hoch. Jawohl. Und dann sind wir auch schon fast an der Ressourcensammelstelle. Wunderbar. Gut, Differential haue ich mal rein. So, das letzte Mal, als wir hier an der Stelle über den Fluss gesetzt haben, ihr erinnert euch, das war mit dem 2206, mit dem Bulli. Und das war, ist ja fast in einer Katastrophe geendet, aber da hatten wir ja zumindest rausgefunden, allzu tief ist es hier nicht, nur die Strömung war so heftig. Aber da sollten wir eigentlich mit dem hier keine großen Probleme haben. Gucken wir mal. Oh doch. Oh doch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Halt! Ich werde mal die Winde anbringen. Nein, nicht da. Nochmal. Winde anbringen da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also da hat uns tatsächlich die Strömung auch hier abgetrieben. So, mal gucken, ob wir jetzt ohne Winde hier rauskommen. Also die Strömung, die ist hier wirklich nicht ohne an dieser Stelle. So, und hier hoch. Ich glaube, ich brauche nochmal die Winde. Da ruhig hin. Und hoch hier. Komm schon. Okay, Winde lösen und weiter. Ist unser Anhänger noch da? Ja. Okay. Puh. Ja, also dieser Fluss, der hat es wirklich in sich. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich so viel Last hinten habe, dass ich nicht in die Kurve komme. Okay, ich lasse mich nochmal ein bisschen zurückrollen.
So, ganz langsam Gas geben, komm. Muss doch jetzt hier irgendwie wieder die Spur finden. Okay, so. Gut, also ganz ohne Probleme darf das hier natürlich auch alles nicht abgehen. So, jetzt gucke ich gleich nochmal, wo sind wir hier? Ich glaube, wir müssen hier rechts hoch zur Ressourcensammelstelle. Nee, noch nicht. Hier ist noch eine andere Stelle, die so ähnlich aussieht wie da oben. Also wir müssen hier weiter links hoch. Ganz langsam, dass er die Lenkbewegung vorne mitnimmt. Dass ich hier wieder auf die Spur zurückkomme. Jawohl, okay. Und Gas durchdrücken. Sehr schön. So, und dann kann ich, glaube ich, mal wieder hier in den 1 Plus. Differential raus. Oh, Vorsicht. Oh, ich rutsche, ich rutsche. Okay, das hätten wir geschafft. Differential nochmal kurz dazu nehmen und wieder raus. So, und ich meine, hier vorne käme jetzt diese Furt, wo wir dann hoch müssen. So, nochmal ganz kurz auf die Map gucken. Genau, hier müssen wir jetzt mehr oder weniger geradeaus. Also entweder da direkt durch oder man fährt von hier aus hoch und um die Kurve. Ich glaube, das ist die sichere Variante. Obwohl eigentlich sieht das nicht so gefährlich aus, hier direkt durchzufahren. Ich mache das mal. Mal Differential mal rein. Und dann fahren wir jetzt nicht hier hoch, sondern wir fahren hier durch diese Furt durch. Gucken wir mal, ob wir da mit Differential durchkommen. Okay, scheint zu gehen. Stückchen ist es noch. Sehr schön. So, ich habe nur noch 18 Liter im Tank. Ich glaube, es wird mal Zeit. Das mache ich mal eben. So, ich tanke mich einmal voll. 150 Liter wieder drin. Ich guck mal auf die Karte. Nach Norden sind wir ausgerichtet. Ja, also ich denke mal schon, wenn nicht jetzt irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann sollten wir auch mit unserem Benzin klarkommen. So, wo ist denn jetzt die Ressourcensammelstelle? Die muss doch hier irgendwie rechts von uns sein. Ich glaube, ich werde mal versuchen, hier direkt hier hochzufahren. Bäume umnieten. Aha, da sind wir doch. Sehr schön. Super. Das lasse ich gelten. So, ich fahre jetzt mal ein Stückchen weiter vor. Zack. So, und dann gucken wir mal hinten auf den Anhänger. Der steht eigentlich auch ganz gut. Also, dann gehen wir mal um die Stützen ausrichten. Nee, das ist nicht gut. Dann setzen wir erstmal nochmal ein Stückchen zurück. Und nochmal ein Stückchen vor. So müsste es jetzt aber eigentlich gehen. Stützen ausrichten. Stützen forcieren. Und dann wechseln wir auf den Kran. Sehr schön. Ups. So. Ein Stückchen noch vor. So,
So, wie viele Hölzer kriegen wir hier? Oh, drei gleich. Ah, das könnte gefährlich werden. Da mal vorsichtig sein. Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Aber das sollte nicht ganz so schlimm sein. Den werden wir irgendwie retten können. Hoffe ich jedenfalls. So. Heben wir den mal gleich auf. Ich hoffe, ich kann den hier so halbwegs erkennen. Der ist hier natürlich relativ nah runtergefallen. Drehen wir den erstmal hier nochmal. Gucken wir. Hier kommen wir zu nah an unseren Wagen ran. Okay, das wird jetzt natürlich nochmal ein Akt. Aber runter. Und habe ich ihn? Glaube, ich habe ihn, ne? Ah, sehr schön. Ach, Gott sei Dank. Halt. Drehen, 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 drehen. Eigentlich wollte ich ihn in eine andere Richtung drehen. Bisschen vor und runter. Und loslassen. Jawohl. Okay. Na, das klappt doch. So, und den letzten. So. Na, ein Stückchen vor noch und runter. Ein Stückchen vor. Und loslassen. Okay. Zack. Dann gehen wir mal. Achso, Moment. Ich gehe mal hinten drauf. So. Und beladen. Sehr schön. Okay. Das hat gut geklappt. Dann können wir die Stützen wieder ransetzen. Und jetzt können wir, glaube ich, hier direkt gleich hochfahren. Gucken wir mal. Jawohl. Okay, also erstmal in den Rückwärtsgang. Nur so weit zurücksetzen, dass ich hier vorne um die Kurve komme. Ah, so. Jetzt müsste ich doch eigentlich schon rumkommen. Und los geht's. Jo. Das merkt man direkt, dass er jetzt ein bisschen mehr Gewicht zu ziehen hat. Moment. Wir müssen da hoch. Okay. Also, wir müssen im Prinzip hier direkt wieder lang. Sehr schön. Okay. Bezweifle, dass ich in den Plus 1 komme, aber ich versuch's mal. Doch, geht. Bin ich jetzt hier richtig? Ich muss, glaube ich, auf den Schneeweg, ne? Genau. So, das heißt, wenn ich auf dem Schneeweg bin, dann werde ich nochmal in den Plus 1 gehen. Ja, es ist nicht so einfach mit dieser Lenkung. Dadurch, dass das Gewicht so hecklastig ist. Ich hatte es ja schon mal erklärt, ist das Lenken nicht so einfach. So. Okay, jetzt aber nochmal. Und los geht's. Funktioniert gut. Jawohl.
So, hier geht's auch schon wieder bergab. Wunderbar. Und wir müssen eigentlich hier weiter, wenn ich das richtig erkenne. Ups. Mal kurz nochmal das Differential mit reinnehmen. Oh, hier sind aber ein paar fiese Löcher. Okay, ist aber nichts Schlimmeres passiert. Mit dem Anhänger kommen wir auch gut durch. Sehr schön. So, ich will zur Sicherheit noch einmal auf die Map gucken, aber ich meine, wir sind hier richtig. Jawohl. Da unten dann mehr oder weniger, ja, so nahezu geradeaus. So, und ich komme auch relativ gut hier auf den Weg, wollte ich gerade sagen. Moment. Komm, zieh mich hier hoch, bitte. Okay, alles klar. Hat geklappt. Oh, ich sage, es hat geklappt und hinten droht der Anhänger zu kippen. Nicht gucken, einfach Vortrieb geben. Oh, Gott sei Dank. Okay. Gut, das war jetzt mal tatsächlich eine brenzlige Situation, die erst gar nicht so gefährlich wirkte. So, aber wenn ich es hier ruhig angehen lasse. Ich habe ja zum Glück meinen eigenen Kran mit. Okay, das wird jetzt nochmal tricky hier wegen diesem Grip, den ich nicht habe vorne. Okay, das wird hier nicht so einfach. Moment. So, jetzt aber. Jawohl. So geht's. Komm schon. Es ist schwierig hier. Darf auf keinen Fall runterrutschen. So. Immer ein bisschen rechts dagegen lenken. Okay. Jetzt bin ich aber aus dem Gröbsten raus, würde ich sagen. Und wir müssen eigentlich hier links, wenn mich nicht alles täuscht. Also die Kurven sind ja wirklich anstrengend zu fahren. Mit den hinterradgetriebenen Fahrzeugen, wenn die voll beladen sind. Ist zwar schön, dass man mehr Traktion hat an den Steigungen und so weiter. Aber die Kurven, die haben es dann in sich. So, jetzt aber. Und gib ihm. So, wir fahren noch mal ein bisschen aus der Onboard. Ich gebe ihm noch mal Differential dazu. Ups. Irgendwas stimmt nicht. Moment, mal gucken. Was habe ich gemacht? Bin gegen den Baum gefahren. Na. So, Differential nochmal kurz zum Starten dazu nehmen. Hinten sollte ich aber gut rumkommen. Okay, 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 okay. Und dann hier wieder rechts halten. Gut. Dann kann ich nochmal Volldampf geben.
So, wir nähern uns, wir nähern uns, wir nähern uns. So, Differential nochmal rein hier für die Pfütze. Sieht gut aus. Ja, also. Sieht so aus, als kämen wir tatsächlich bei der Werkstatt an, bei dem Sägewerk. Bin am Überlegen, wie ich die Punkte dort verteile, aber ich glaube, ich werde das durchaus die 6 Punkte komplett auf ein zweites Sägewerk verteilen. Doch nicht mehr so weit sein, Mensch. Es kommt doch schon die Kurve, oder? Wo es dann hochgeht. Ja. Oh. Den habe ich nicht richtig gesehen. Sehr schön. Ja, wie man sieht, habe ich die Front ein bisschen demoliert. Aber dafür bringe ich auch ein bisschen Holz mit. Ah, jetzt haben wir hier wieder so eine doofe Kurve. Komm schon jetzt. So. Und Volldampf nochmal. So, Differential raus, nochmal rein. Wieder raus. Okay. Sehr schön. Da bin ich. So, und wir fahren mal zu dem Sägewerk, was am zweitweitesten entfernt ist. Das wäre ja dann das hier vorne, beziehungsweise das vordere hinter dem Sägewerk hier. So, noch ein Meterchen vor, noch ein Meterchen vor, noch ein Meterchen vor. Und wir entladen hier unsere 6 Punkte. Yo! Wunderbar. So, wir haben knapp 28 Minuten gespielt. Ich setze hier den nochmal eben zurück. So. Ja, ich weiß, ich bin kein guter Rückwärtsfahrer. Aber ich war auch schon mal schlechter da drin. Also so richtig scheiße bin ich da mittlerweile nicht mehr. Aber jeder echte Truckfahrer würde mich natürlich dennoch auslachen. So, so lasse ich den Bruder hier jetzt erstmal stehen. Und würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Ja, ich bin ganz zufrieden, wie das gelaufen ist. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der heutigen Folge. Würde mich freuen, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und ja, sage Tschüss.